Als erstes solltet ihr eine gewisse Zeit der Schwangerschaft abwarten, ungefähr 10 bis 12 Wochen, bis sozusagen wirklich auch bestätigt ist, ist alles gut, euch geht's gut, Schwangerschaft entwickelt sich gut. Und dann solltet ihr relativ frühzeitig euch um eine Hebamme bemühen. Ich würde persönlich immer als erstes im Freundeskreis fragen, weil die Frauen, die schon Kinder bekommen haben, auch häufig gute Erfahrungen gemacht haben und jemanden ganz speziell empfehlen können. Euch auch sozusagen ganz gut kennen und einschätzen können, was ihr vielleicht braucht. Ob es eher eine ruhige Hebamme sein soll, eher was Forsches, naturheilkundlich, schulmedizinisch. Wenn ihr sozusagen da gute Empfehlungen bekommen habt, würde ich die Hebamme anrufen und mich mit ihr treffen. Und da ist es vielleicht gar nicht so schlecht, auf sein erstes Bauchgefühl zu achten. Weil ihr müsst euch vorstellen, die Hebamme kommt euch sehr nah. Es wird also ein recht intimer und persönlicher und privater Kontakt. Und ihr müsst ihr hundertprozentig vertrauen, dass alle Tipps, die sie euch gibt und auch vor allen Dingen, was das Baby betrifft, dass ihr euch darauf auch wirklich einfach, dass ihr vertrauen könnt und dass ihr ein gutes Gefühl habt, wenn sie euer Baby anfasst oder als erstes beim ersten Hausbesuch direkt ins Schlafzimmer kommt. Das finde ich der wichtigste Tipp. Ne? Und ob die groß, klein, alt, jung ist, spielt nicht so eine Rolle, sondern ihr müsst der erste Eindruck muss gut sein, dass ihr das Gefühl habt, ja, die ist irgendwie okay, mit der komme ich gut zurecht in dieser Privatheit. Dann werdet ihr sicher die Möglichkeit haben, auch euch zu entscheiden oder schneller zu entscheiden. Ihr könnt in den umliegenden Krankenhäusern fahren, auch die Hebammen dort betreuen Frauen außerhalb ihrer normalen Schichten. Ihr könnt in Hebammenpraxen fragen, die Gynäkologen haben auch Empfehlungen. Und ich würde sozusagen die Wahl oder die Suche nach zwei Hebammen, finde ich, zwischen zweien sollte man sich entscheiden können.